Erste Geschichte. Ich wohnte in Boscaccio, in der Tiefebene, mit meinem Vater, meiner Mutter und meinen 11 Brüdern. Ich, der Älteste, war kaum 12 Jahre alt. Chico, der Jüngste, kaum 2 Jahre. Meine Mutter gab mir jeden Morgen ein Stück Brot, ein Säckchen mit Äpfeln oder süßen Kastanien. Mein Vater stellte uns im Hof in Reih und Glied auf und ließ uns laut das Vaterunser beten. Dann gingen wir mit Gott und kehrten bei Sonnenuntergang zurück. Unsere Felder hatten kein Ende und wir hätten den ganzen Tag laufen können, ohne sie zu verlassen. Mein Vater hätte kein Wort gesagt, auch wenn wir ganze keimende Weizenfelder zertrampelt oder eine ganze Reihe von Weizenstöcken zertreten hätten. Und trotzdem verließen wir immer wieder die eigenen Felder und trieben dann ziemlich viel Unfug. Auch Chico, der kaum 2 Jahre alt war und einen kleinen rosigen Mund und große Augen mit langen Wimpern und Stirnlocken wie ein Englein hatte, verschonte keine einzige Gans, die er auf Wurfweite erblickte. Und dann, jeden Morgen, kaum dass wir weg waren, kamen immer wieder alte Weiber zum Elternhof mit Körben voller Gänsen, Hennen und Küken. Und meine Mutter ersetzte jeden toten Kopf durch einen lebendigen. Wir hatten 1000 Hühner, die auf unseren Feldern stöberten. Wenn wir aber eins in den Topf werfen wollten, mussten wir es kaufen. Meine Mutter schüttelte den Kopf und fuhr fort, tote Gänse durch lebendige zu ersetzen. Mein Vater runzelte die Stirn, zirbelte sich seinen langen Schnurrbart hoch und fragte barsch die Weiber aus, um in Erfahrung zu bringen, welcher von den 12 den Streich gespielt hatte. Wenn ihm hier und da einer sagte, es sei Chico der Kleinste gewesen, ließ sich der Vater die Geschichte 3-mal oder sogar 4-mal erzählen und fragte, wie er denn den Stein geworfen habe und ob der Stein groß gewesen sei und ob er die Gans beim ersten Wurf schon getroffen habe. Diese Dinge habe ich erst viel später erfahren. Damals dachte man nicht daran. Ich erinnere mich, wie Chico einmal eine Gans verfolgte, die mitten über eine Wiese spazierte, während meine Brüder und ich uns hinter einem Gesträuch versteckt hielten. Da erblickte ich in einer Entfernung von ungefähr 20 Schritten meinen Vater, wie er im Schatten einer großen Eiche seine Pfeife rauchte. Als Chico die Gans erlegt hatte, ging mein Vater ruhig mit beiden Händen in den Taschen davon und ich und meine Brüder danken dem lieben Gott. Er hat nichts gemerkt, sagte ich leise zu den anderen. Ich konnte damals nicht begreifen, dass der Vater den ganzen Tag unsere Spur verfolgt hatte, sich wie ein Dieb versteckt hielt, nur um zu sehen, wie Chico die Gänse tötete. Ich verliere aber den Faden. Das kommt davon, dass man zu viele Erinnerungen hat. Ich muss euch sagen, dass Boscaccio eine Gemeinde ist, in der niemand zu sterben pflegte, was der außerordentlichen Luft, die man dort atmete, zuzuschreiben war. Es schien also unmöglich, dass in Boscaccio ein 2-jähriges Kind erkranken könnte. Und doch erkrankte Chico ernsthaft. An einem Abend, als sie im Begriffe waren, heimzukehren, streckte sich Chico plötzlich auf der Erde aus und fing an zu weinen. Dann hörte er auf zu weinen und schlief ein. Er wollte nicht aufwachen und ich nahm ihn auf den Arm. Chico glühte wie Feuer. Uns alle überfiel furchtbare Angst. Die Sonne ging unter und der Himmel war schwarz und rot. Die Schatten lang. Wir ließen Chico im Gras liegen und liefen brüllend und weinend davon, als ob uns etwas Schreckliches und Geheimnisvolles verfolgen würde. Chico schläft und brennt. Chico hat Feuer im Kopf, schluchzte ich, als ich vor meinem Vater stand. Mein Vater, ich sehe es noch heute, holte sein Gewehr von der Wand, lud es, nahm es dann unter den Arm und folgte uns wortlos, während wir eng um ihn herumgingen und nicht mehr ängstigten, weil unser Vater imstande war, einen Hasen auf 80 Meter Entfernung zu treffen. In Boscaccio pflegte niemand zu sterben, und als die Leute erfuhren, dass es um Chico schlecht ging, überfiel sie ein furchtbarer Schrecken. In den Häusern sprach man nur noch flüsternd. Durch das Land hinkte ein gefährlicher Fremder, und nachts wagte niemand, ein Fenster aufzumachen, vor Angst, dass er im mondbeschienenen Hof stehen könnte, wie der Tod, in schwarz gekleidet und mit einer Sense in der Hand umhergeht. Mein Vater ließ 3 oder 4 berühmte Ärzte mit der Kutsche holen, und alle betasteten Chico und legten das Ohr an seinen Rücken, um dann meinen Vater anzusehen, ohne ein Wort zu sagen. Chico schlief und fieberte noch immer, und sein Gesicht war weißer als das Betttuch geworden. Meine Mutter weinte mitten unter uns und wollte nicht mehr essen. Mein Vater setzte sich überhaupt nicht mehr hin und zirbelte nur noch sein Schnurrbart, ohne irgendwas zu sprechen. Am 4. Tag
breiteten die letzten drei Ärzte, die zusammengekommen waren, die Arme aus und sagten zu meinem Vater: Nur noch der liebe Gott kann ihrem Kind helfen. Ich kann mich erinnern, es war ein Vormittag. Mein Vater gab uns mit dem Kopf ein Zeichen und wir folgten ihm in den Hof. Mit einem Pfiff versammelte er die Knechte und Mägde. Insgesamt werden es Männer, Frauen und Kinder, eine 50 oder 60 gewesen sein. Mein Vater war groß, mager und stark, mit einem langen Schnurrbart, großem Hut, offener kurzer Jacke, engen Hosen und hohen Stiefeln. In seiner Jugend war mein Vater in Amerika gewesen und kleidete sich daher amerikanisch. Schrecklich war er, wenn er sich so breitspurig vor einem stellte. Mein Vater stellte sich also breitspurig vor uns allen und sagte: Nur der liebe Gott kann Chico retten? Auf die Knie! Wir müssen den lieben Gott bitten, Chico zu retten. Alle knieten nieder und begannen laut zum lieben Gott zu beten. Die Frauen sprachen immer wieder etwas vor. Und wir und die Männer antworteten mit Amen. Mein Vater blieb mit verschränkten Armen stehen, unbeweglich, wie ein Standbild, bis 7 Uhr abends und alle beteten, weil sie Angst vor meinem Vater und weil sie Chico lieb hatten. Um 7 Uhr abends, als sich die Sonne zum Horizont neigte, kam eine Frau, meinen Vater zu holen. Ich folgte ihm. Die drei Ärzte saßen blass um Chicos Bett. »Es wird immer schlimmer«, sagte der Älteste. »Er wird die Nacht nicht überleben.« Mein Vater sprach kein Wort. Ich spürte aber, wie er in seiner Hand die meine presste. Wir gingen hinaus. Mein Vater ergriff das Gewehr, lud es scharf, hängte es um, nahm ein großes Bündel und überreichte es mir. »Gehen wir«, sagte er. Wir schritten über die Felder. Die Sonne hatte sich bereits hinter dem entferntesten Hain versteckt. Wir schwangen uns über eine Gartenmauer und klopften an eine Tür. Der Priester war allein zu Hause und aß gerade beim Lichte einer Öllampe. Mein Vater betrat das Zimmer, ohne den Hut abzunehmen. »Hochwürden«, sagte mein Vater, »Chico ist krank und nur der liebe Gott kann ihn retten. Heute haben 60 Personen durch 12 Stunden zum lieben Gott gebetet. Chico geht es aber schlechter und er wird die heutige Nacht nicht überleben.« Der Priester schaute meinen Vater mit großen Augen an. »Hochwürden«, fuhr mein Vater fort, »nur du kannst mit dem lieben Gott sprechen und ihm zu verstehen geben, wie die Dinge hier liegen. Gib ihm zu verstehen, dass ich, wenn Chico nicht wieder gesund wird, alles in die Luft sprenge. In diesem Bündel hier sind 5 Kilo Dynamit. Von der ganzen Kirche wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Gehen wir.« Der Priester sagte kein Wort. Er ging, gefolgt von meinem Vater, betrat die Kirche, kniete vor dem Altar nieder und faltete die Hände. Mein Vater stand mitten in der Kirche, das Gewehr unter dem Arm, mit gespreizten Beinen wie ein Fels. Auf dem Altar brannte eine einzige Kerze. Alles andere lag im Dunkeln. Gegen Mitternacht rief mich mein Vater: »Geh und schau, wie es mit Chico steht, und komm gleich zurück.« Ich flog über die Felder und kam nach Hause. Das Herz klopfte mir im Halse, und dann kehrte ich um und lief noch schneller. Mein Vater stand noch immer da, fest und breitspurig, mit dem Gewehr unter dem Arm, und der Priester betete ununterbrochen, kniend, auf der Altartreppe. »Vater«, schrie ich außer Atem, »Chico geht es besser, der Arzt sagt, dass er außer Gefahr ist. Ein Wunder, alle lachen und freuen sich.« Der Priester stand auf, er schwitzte und sein Gesicht war aufgelöst. »Geht in Ordnung«, sagte barsch mein Vater. Und während der Priester mit offenem Mund dastand, nahm mein Vater aus der Tasche einen 1000er und warf ihn in den Opferstock. »Die mir erwiesenen Dienste bezahle ich«, sagte mein Vater. »Gute Nacht.« Mein Vater prahlte niemals mit dieser Geschichte. Es gibt aber heute noch in Boscaccio hier und da Verfluchte, die behaupten, dass damals auch Gott einmal Angst hatte. Das ist die Tiefebene, die Bassa, ein Land, wo es Leute gibt, die ihre Kinder nicht taufen lassen und fluchen, nicht etwa um Gott zu verneinen, sondern um Gott zu trotzen. Es ist etwa 40 Kilometer oder etwas weniger von der Stadt entfernt, in dieser von den Dämmen zerschnittenen Ebene, wo man kaum über einen Zaun oder über eine Straßenbiegung hinaussieht, ist jedoch jeder Kilometer 10 Kilometer wert. Und die Stadt ist ein Ding von der anderen Welt.